herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aha. Heute ist Dienstag, der 14. Januar 2020. Und hallo, hier, mein Name ist Joram. Jetzt war ich kurz überrascht, dass doch schon mein Einsatz ist. Ja, hi, ich bin Joram. Ich ersetze Bömi. Genau, und ich bin der Marco. Hallo. Ja, Joram hat ja schon die große Neuigkeit vorweggenommen. Zum einen hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben seit etwas über einem Jahr, nee, Quatsch, seit knapp einem Jahr, ist doch kein Jahr her, gab es keine neue Episode mehr. Und irgendwie hatte ich sehr, sehr große Lust, dieses Format weiterzuführen. Und Joram hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, meinen Gegenpart zu übernehmen und mir auch künftig Fragen zu stellen. Vielen Dank dafür erstmal. Ja, sehr gerne. Ich hatte schon, bevor wir überhaupt aufgenommen haben, hatte ich schon viel Spaß dabei. Ja, und ich hoffe, dass wir den Spaß auch fortführen können. Aber bevor wir jetzt zu der Frage kommen, vielleicht magst du so ein, zwei Sätze über dich erzählen, damit unsere HörerInnen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, gerne. Ich bin Joram, ich bin aus Berlin. Ich bin eigentlich ausgebildeter Biologe und / Biotechnologe. Ich habe mal Biotechnologie studiert und dann bin ich gewechselt in die Pflanzenbiologie, habe da ein bisschen geforscht und jetzt bin ich viel in der Wissenschaftskommunikation unterwegs. Ich blogge und podcaste so ein bisschen mit einem anderen Projekt und finde Podcasting generell super und freue mich immer, wenn ich neue Sachen lernen kann. Und da ist dieses Format ja perfekt dafür, weil man ja jede Folge komplett was Neues lernt. So ist es. So hoffe ich. So hoffe ich. Ja, was sagst du? Wollen wir loslegen? Lass uns loslegen. Ich hab dir ja offline quasi, ja, in Ermangelung einer vorangegangenen Episode zusammen mit dir, musste ich dir ja quasi offline schon eine Frage stellen, von der unsere ZuhörerInnen nichts mitbekommen haben. Weißt du denn noch, welche Frage ich dir gestellt habe? Wie funktioniert eigentlich ein Teleskop? Das ist richtig. Ich kann ja mal loslegen, wie das, also beim ersten Mal, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, so, ah ja, Teleskop, da gibt es ja wahrscheinlich gar nicht so viel dazu. Und dann habe ich nur überlegt, alleine, was der Begriff beschreibt. Und da gibt es ja gleich schon mehrere sehr unterschiedliche Dinge, die alle Teleskop genannt werden. Mhm. Das erste, also das einfachste ist da so die Teleskopstange. Da habe ich dann mal so bei Wikipedia geguckt, Teleskopstange, wie beschreibt man denn das? Und das sind dann mehrere ineinander verschiebbare Zylinder mit abnehmendem Durchmesser, so dass man es kompakt transportieren kann, aber da am Einsatzort eine größere Länge zur Verfügung stehen hat. Wobei das ist ja, glaube ich, so klassischerweise genau die Bauform, die man vom geistigen Auge hat, wenn man Teleskop hört. Ja. Und dann habe ich aber natürlich angefangen, so ein bisschen mir die Teleskope anzuschauen, mit denen man was anschauen kann. Also quasi nicht die Teleskopstangen, sondern die Teleskope, die man zur Beobachtung von Dingen einsetzt. Und da gibt es vor allem eben die optischen Teleskope und die Radioteleskope waren die Sachen, die mir zuerst eingefallen sind. Und das führt eigentlich auch schon zu so ein bisschen der Einleitung, die ich mir da gedacht habe. Denn der große Unterschied zwischen den beiden Sachen liegt in der elektromagnetischen Strahlung, die man damit beobachten möchte. Und ich denke, es ist ganz sinnvoll, dass wir am Anfang mal so ein bisschen über elektromagnetische Strahlung allgemein sprechen, denn das wird dann ganz wichtig, wenn es um die ganzen unterschiedlichen Teleskope geht. Mhm. Weißt du denn, was elektromagnetische Strahlung ist und was es da so für Arten gibt? Also was es für Arten von elektromagnetischer Strahlung gibt? Also ich meine, du sprichst ja jetzt nicht von Photonen, ja, also von Licht, sondern wahrscheinlich von... Also ich spreche auch von Licht, weil Licht ist auch elektromagnetische Strahlung, aber nur ein ganz kleiner Teil davon. Wenn man mal sich so aufteilt, die elektromagnetische Strahlung von der geringsten Energie... Von Infrarot bis Ultraviolett oder was genau meinst du? Genau, Infrarot bis Ultraviolett ist im sozusagen sichtbaren bis nicht mehr sichtbaren Bereich des farbigen Lichts, was wir so haben. Mhm. Aber elektromagnetische Strahlung, das Spektrum geht noch viel weiter. Also gehen wir mal quasi zu der energiereichsten Strahlung. Das sind sowas wie Gammastrahlen und danach kommen dann weniger energiereich die Röntgenstrahlen. Davon hat man ja schon gehört. Also Röntgenstrahlen weiß man ja auch, die sind wir wissen deshalb, dass sie energiereich sind, weil man nicht so viel davon abkriegen soll. Mhm. Weil man dann die Zellen zu viel Energie aufnehmen und dann Schäden passieren können.
dann oberhalb der Röntgenstrahlen, also man unterteilt immer in Frequenz oder der zugehörigen Wellenlänge. Röntgenstrahlen haben so eine Wellenlänge von einem Nanometer. Und dann, ich glaube, meine Skala hier sagt nicht genau, wo quasi Röntgenstrahlen anfangen und wo sie aufhören, aber sie liegen so um einen Nanometer. Und dann haben wir eben das ultraviolette Licht. Das ist irgendwo so zwischen 10 Nanometern bis so 350 Nanometer ist ultraviolettes Licht. Das ist also das ist das UV-Licht, was ja auch sehr energiereich ist. Ne? Das kennen wir von der Sonnenstrahlung. Das ist das, was uns Sonnenbrand macht. Mhm. Das ist auch das, was man nicht so viel abbekommen möchte. Dann kommt der ganze Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts. Das liegt zwischen 400 Nanometern und 700 Nanometern. Also ein relativ kleiner Bereich. Eigentlich nur ist das, was wir sehen können, was unsere ganze Welt definiert. Und darüber gibt es dann das Infrarotlicht. Da gibt es das thermische Infrarot. Das ist dann nochmal länger. Das sind dann schon 100 Mikrometer. Also das sind, lass mich nicht lügen, ich glaube dann 1000 Mal längere Wellenlängen als die 100 Nanometer vom ultravioletten Licht. Mhm. Dann kommen die Mikrowellen. Dann kommen die Radiowellen, die sind noch langwelliger und haben noch weniger Energie. Und dann gibt es super lange Wellen, die noch größere Wellenlängen haben. Die gehen dann bis zu 1000 Metern Wellenlänge. Mhm. Diese ganze Abhandlung ist super wichtig, weil fast alle von diesen Strahlenarten kann man mit Teleskopen beobachten. Aber das sind dann sehr unterschiedliche Teleskope, mhm, die man dafür einsetzt. Genau. Und somit denke ich, ist genau das andere, was es noch gibt. Darauf gehe ich später ein. Das macht jetzt keinen Sinn, an der Stelle schon über andere physikalische Eigenschaften zu reden. Aber es gibt also elektromagnetische Wellen, die werden, die kann man detektieren. Und für fast alle von diesen Bereichen gibt es eben Teleskope, die diese Wellenlängen irgendwie aufnehmen, die man irgendwie sichtbar machen kann. Mhm. Gibt's da irgendwie irgendwie eine Relation zwischen der Wellenlänge und der Größe? Ja, es gibt eine Relation zwischen der Wellenlänge und der Größe. Das greift schon so ein bisschen vor, aber Radioteleskope, okay, sind ja so diese großen Schüsseln, ne? Die sind sehr, sehr groß. Während zum Beispiel Röntgenstrahlenteleskope komplett anders gebaut sind. Das sind dann gar keine Schüsseln mehr. Da gehe ich dann später im Detail drauf ein, wie die konkret aussehen. Aber die haben eine komplett andere Bauweise mit anderen, ja, Dimensionierungen, die eben damit zusammenhängen, wie die physikalischen Eigenschaften sind der Strahlung, die sie detektieren wollen. Okay. Ansonsten dachte ich mir, steigen wir ein für die eigentlichen Teleskope, die Beobachtungsteleskope, mhm, so ein bisschen in die Geschichte, wann die das erste Mal aufgekommen sind. Das Wort Teleskop bedeutet, kommt von den Wortteilen für Tele, was entfernt bedeutet, und Skopein oder Skopeins, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, aber das heißt Sehen, mhm, also etwas Entferntes Sehen. Und das wurde 1611 geprägt von dem griechischen Mathematiker Giovanni Demisiani, der hat dieses Wort geprägt, mhm, um ein optisches Instrument zu beschreiben, das Galileo Galilei gebaut hat. Mhm. Der ist aber nicht der Erste, der ein Teleskop gebaut hat, sondern das erste beschriebene Teleskop stammt aus einem Patent von 1608 von einem Hans Lippershey aus den Niederlanden. Aber auch der war wahrscheinlich nicht der allererste, der das gebaut hat, sondern der erste, der darauf ein Patent bekommen hat. Mhm. Der eigentliche Erfinder ist unbekannt, aber es ist halt so um die Zeit rum, so Ende 16. Jahrhundert, Anfang 17. Jahrhundert, dass das Teleskop auf einmal in ganz Europa auftauchte und Verwendung fand. Aber jetzt wahrscheinlich eher weniger für Astronomie oder so, also, sondern einfach nur als Ding, mit dem man in die Ferne gucken kann. Ich glaube sowohl als auch. Natürlich war immer in die Ferne gucken super wichtig, halt auch wenn man jetzt an so militärischen Einsatz Schiffe denkt und sowas. Also, ja. Genau, Schiffe, Navigation. Aber Galileo Galilei hat ja auch schon Sternbeobachtung angefertigt. Ja, und das heißt, für den war das auf jeden Fall auch schon ein wissenschaftliches Instrument, um in den Himmel zu gucken. Aber klar, es gab schon von Anfang an dann viele andere Anwendungsbereiche, wo das irgendwie relevant wurde.
Und die ersten Teleskope, die bestanden aus einfachen Linsen, die man hintereinander angeordnet hat und dadurch eben eine Vergrößerung von entfernten Dingen erreicht hat. Diese Linsen waren aber optisch noch nicht so besonders gut im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Also wen wundert's? Ja, genau. Da gab es die sogenannten chromatischen und sphärischen Aberrationen. Das sind so Bildfehler. Ich kenne die aus der Fotografie. Ja, kenne ich auch. Genau, dann weißt du ja, was sind denn die chromatischen Aberrationen? Ja, das sind so Verzerrungen am Bildrand, oder? Ja, beziehungsweise das sind Farbverschiebungen. Das sind so diese violetten Farbränder, die man an Kontrastkanten sieht, weil eben das Licht abhängig von der Wellenlänge unterschiedlich gebrochen wird, wenn es durch so ein Glas durchgeht. Und da wird halt das violette Licht anders gebrochen als die anderen Lichtteile und somit hat man wie so ein kleines Prisma, so ein Prisma-Effekt, wenn so ein Regenbogen aufgespannt wird aus einem weißen Lichtstrahl. Das passiert sozusagen dann auch in den optischen Linsen und sorgt dann eben für diese sichtbaren Farbränder. Mhm. Und sphärische Aberrationen, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, das sind eben so eine dann Verzerrung von Gegenständen, die man abbildet. Mhm. Und weil beide Probleme natürlich stören, wenn man irgendwas beobachten will, hat man dann vorgeschlagen, dass man Parabolspiegel stattdessen einsetzt. Und da war ein anderer bekannter Name der erste, der das richtig in die Tat umgesetzt hat. Das war Sir Isaac Newton. Der hat ein nutzbares Spiegelteleskop gebaut im Jahr 1668. Und das Spiegelteleskop funktioniert eben anders, dass man nicht durch Linsen durchguckt, die das vergrößern, sondern man hat einen Parabolspiegel am Ende des Teleskops. Dort fällt quasi das Licht ein, wird dann gebündelt auf einem sekundären Spiegel und am sekundären Spiegel, der leitet das sozusagen seitlich aus dem Teleskop heraus und dann kann man das beobachten. Mhm. Und durch diese durch den Parabolspiegel hat man eben diesen Vergrößerungseffekt. Und das war's. Ist der Parabolspiegel dann gemacht? Das muss ja nur ein hochreflektierendes Material sein, kein Glas. Das kann ja auch irgendwie. Genau. Das war auch am Anfang waren das polierte Metallteile. Also sehr, sehr hochpolierte Metallspiegel im Prinzip, die aber auch ihre eigenen Nachteile hatten. Also es gab dann, das geht dann so ein bisschen weiter in der Entwicklung von den Teleskopen. Also Newton baute dann so nach seinem ersten praktisch nutzbaren Teleskop, hat dann schnell ein zweites, verbessertes Teleskop gebaut, was dann für ihn Zugang zu der Royal Society of London bedeutete. Das war sozusagen sein Rite of Passage, würde man sagen. Geht, ja. Genau, sein Ticket da rein, da wurde er dann ernst genommen, weil er sowas Gutes gebaut hat. So ging es dann weiter und dann ich versuche jetzt gerade im Kopf auszurechnen, wie viele Jahre das sind. So 65 Jahre später, im Jahr 1733, kamen dann die ersten achromatischen Linsen auf. Und die haben dafür gesorgt, dass die Linsenteleskope weniger Farbverfälschungen haben. Somit hat man quasi dieses Problem, weswegen man erst zu den Spiegeln gegangen ist, hat man jetzt gelöst in den Linsenteleskopen. Und gleichzeitig kam ein Problem auf oder wurde ein Problem immer bedeutender, dass diese Spiegelteleskope, dass da die Spiegel immer stumpf wurden, weil halt die Metallspiegel poliert wurden und dann durch quasi Alterung von dem Metall wurde dann das Bild stumpf und das Teleskop verlor halt seine Funktion. Und somit waren dann wieder für eine Zeit lang die Linsenteleskope, die sogenannten Refraktionsteleskope sozusagen hatten ein bisschen die Oberhand, bis man dann 1857, wieder über 100 Jahre später, Silberspiegel eingesetzt hat für die Parabolspiegel. Mhm. Und dann im Jahr 1932, nochmal eine ganze Weile später, aluminisierte Spiegel. Also da wurde dann irgendwie eine Aluminiumschicht mit eingezogen, wodurch diese Spiegel dann extrem hochwertig wurden, sodass es dieses Stumpfwerden kein Problem mehr war. Mhm. Okay. Und all das hat man bis jetzt quasi nur in diesem Bereich gemacht für das sichtbare Licht. Dann wurde dann eben so im 20. Jahrhundert wurde es dann relevant, sich andere Wellenlängen anzuschauen. Und da wurde dann 1937 das erste Radioteleskop eingeweiht. Also das erste Teleskop, was eben nicht mehr auf sichtbares Licht ging, sondern auf Radiowellen. Und wo war das? Oh, das ist jetzt ein guter Punkt. Das habe ich jetzt mir nicht notiert, wo es war. Genau, es war.
Ja, aber das hatte ja auch wahrscheinlich schon etwas andere Ausmaße dann, ne? Ja, ja, genau. Also ich meine, die Teleskope sind auch relativ schnell relativ groß geworden. Also auch die für sichtbares Licht. Sowohl die Spiegelteleskope als auch die Refraktionsteleskope. Da hat man dann schon relativ schnell Linsendurchmesser oder Apertur, also Anfangsöffnungsdurchmesser von einem Meter oder sowas gehabt. Das war schon relativ früh, dass man auch die Dinger hochskaliert hat. Denn gerade wenn man in den Nachthimmel guckt, dann entscheidet die Anfangsöffnung, wie viel Licht quasi reinkommt, ist dann das, wie hell man das Bild am Ende dann überhaupt haben kann. Das heißt also mit so einem kleinen Handteleskop, mit so, keine Ahnung, 10 cm Öffnung vorne, ist man halt in der Nacht sehr schnell am Ende von dem, was man überhaupt noch sehen kann. Mhm. Deswegen wurden auch die schon relativ groß. Aber klar, die Radioteleskope waren dann noch größer. Ich schaue gerade, nee, auch in meiner Primärquelle der Wikipedia steht gar nicht drin, wo das erste Radioteleskop gebaut wurde. Ich glaube, mich erinnern zu können, irgendwo mal gelesen zu haben, dass so ein Teleskop, jetzt weiß ich nicht, mindestens den Durchmesser der Wellenlänge oder den doppelten Durchmesser haben muss, um überhaupt irgendwas messen zu können. Ja, also was ich weiß, das greift auch so ein bisschen vor auf die Radioteleskope, ist, dass die Radioteleskope, die strecken im Prinzip so eine Schüssel aus Antennen aus, mhm, und die Löcher, die Abstände zwischen diesen Antennenstreben, die müssen kleiner sein als die Wellenlänge, die man beobachten möchte. Okay. Das heißt also lange Radiowellen, da gibt es so eine Schüsseln, die sind sozusagen durchsichtig, weil die so ein Gitter sind. Aha. Und wenn man kurzwelligere Sachen gucken möchte, Mikrowellen oder Submillimeterwellen heißen die dann, dann sind das meistens so geschlossene Flächen, was man halt auch so kennt. Dieses typische Bild von so einer großen glatten Schüssel, das ist dann für diese kürzeren Wellenlängen relevant. Und das beschreibt quasi auch schon, dass es eben Teleskope für alle von diesen Wellenlängenbereichen gibt, und es gibt vor allem auch Teleskope an verschiedenen Orten. Und damit meine ich jetzt nicht nur quasi über die Welt verteilt, sondern es gibt Teleskope auf dem Boden, Teleskope, die durch die Luft fliegen, und Teleskope im Weltall. Und das hat was damit zu tun, dass eben diese Wellenlängen der elektromagnetischen Strahlung unterschiedlich gut den Erdboden erreichen. Also die Atmosphäre absorbiert einen Teil davon. Und da gibt es das sogenannte atmosphärische Fenster. Das ist, wenn man sich das anguckt als Abbildung, ist das so ein Graph. Da sieht man auf der X-Achse die Wellenlängen, aufgeschlüsselt von ganz kurz bis ganz lang. Und dann sieht man auf der Y-Achse sozusagen, wie viel davon auf der Erde ankommt. Und da merkt man, dass es bestimmte Wellenlängenbereiche sind. Da kommen 50% an, zum Beispiel sichtbares Licht, kommt ungefähr 50% von dem, was auf die Atmosphäre vom Weltall auftrifft, landet auch unten auf dem Erdboden, können wir beobachten. Mhm. Radiowellen werden fast zu 100% durchgelassen. Also die werden quasi gar nicht absorbiert. Mhm. Und Infrarotstrahlung, die wird sehr stark absorbiert. Das heißt, da gibt es so einen großen Bereich in diesem Wellenlängenspektrum, wo einfach nichts am Erdboden ankommt, von den Signalen, die irgendwo draußen im Weltall sind. Okay. Was ja noch hinzukommt, ist ja zumindest bei den optischen Teleskopen die Lichtverschmutzung. Ja. Die auch ein Grund dafür ist, warum man halt irgendwie in vollkommen gottverlassene Gegenden geht mit diesen riesenhaften Teleskopen, weil die das ganze Umgebungslicht ja sonst auch mit einfangen würden. Genau, Lichtverschmutzung ist ein ganz großer Punkt. Auch noch andere Effekte, zu denen ich noch komme, die mit der Atmosphäre zu tun haben, also so Turbulenzen. All das sind Faktoren, warum man Teleskope am liebsten... Das wird eine andere Frage dann, ein Mikroskop. Genau. Warum man Teleskope am liebsten irgendwo hinstellt, wo wenig Luft darüber ist, also auf einem Berg, mhm, und irgendwo, wo wenig Zivilisation drumherum ist, damit es dunkel ist, und an eine Stelle, wo eben die Turbulenzen in der Atmosphäre überschaubar sind, damit eben das Licht nicht auf dem Weg von der oberen Atmosphärenschicht nach unten gestreut wird und dadurch nicht mehr vernünftig detektiert werden kann. Mhm. Aber das heißt also, auf dem Boden finden wir vor allem eben die Radioteleskope, weil die haben gar kein Problem mit der Atmosphäre. Es macht keinen Sinn, quasi ein Radioteleskop ins Weltall zu bauen. Das sieht nur minimal mehr als ein Radioteleskop am Boden. Mhm. Und dafür ist es halt einfach viel zu groß, als dass man das sinnvoll jetzt auf eine Rakete packen würde.
Dahingegen gibt es aber dann Teleskope, die für den Infrarotbereich eingesetzt werden, die entweder als auf Satelliten montiert werden. Oder es gibt Flugzeuge, die können, die haben hinten quasi eine Klappe, die geht auf und dann fliegt das Flugzeug in oberen Atmosphärenschichten und dann kann hinten ein Infrarotteleskop ins Weltall gucken und Bilder machen mit relativ wenig Atmosphäre drüber und somit mit sehr viel Infrarotstrahlung, die dann dort ankommt. Okay. Genau. Und ja, das bringt uns dann auch so ein bisschen schon quasi für die Anwendung. Das meiste, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, ist ja die Astronomie, ne? Ja. In die Sterne gucken irgendwie. Aber Teleskope sind natürlich auch super spannend fürs Militär, um eben entfernte Ziele zu beobachten. Klassisches Linsenteleskop wird auch eingesetzt von so Scharfschützen für den Spotter, der daneben steht und quasi guckt, ob das Ziel getroffen wird. Dann, na klar, in der Navigation. Zivil dann eben Navigation und in der Tierbeobachtung. Und was ich auch spannend fand, was ich immer quasi so ein Bereich, den ich immer vergesse, den man aber eigentlich im Stadtbild total häufig sieht, wo Teleskope eingesetzt werden, ist die Vermessungstechnik. Auf so einem Theodoliten, also das ist das Gerät, mit dem man quasi Dinge anpeilt, ja, ist oben so ein kleines Teleskop drauf, mit dem man eben den entfernten Menschen, der da mit so einer rot-weißen Latte irgendwo steht, ja, anpeilt. Stimmt. Und, ja, sieht man sehr häufig. Vermisst. Genau, also das sind alles irgendwo Orte, wo man auf Teleskope setzt. Jetzt als nächstes dachte ich, gehen wir so ein bisschen durch die verschiedenen Typen durch. Weil ich habe ja schon gesagt, ne, jede Wellenlänge hat so ihre eigenen Teleskope, die man dafür einsetzt. Und das, was wir am ehesten kennen, was man auch immer mal irgendwo kaufen kann, da gibt es auch Bausätze von Cosmos oder sonst was, sind halt die optischen Teleskope. Eben die Linsen oder nicht Linsen, es ist schon zu speziell, etwas, was optische Elemente einsetzt. Mhm. Und allgemein beschreibt man die, dass ein optisches Teleskop optische Elemente einsetzt, um Objekte scheinbar zu vergrößern und die scheinbare Helligkeit zu erhöhen. Das wird dann auch, ich habe dann so ein bisschen versucht, da nachzulesen, wie das genau berechnet wird. Da gibt es ja diese Winkelausdehnung, aber das wurde dann sehr schnell sehr komplex für die Geometrie, weil man im Prinzip bei Teleskopen nicht davon spricht, eben, also in der Laiensprache sagen wir, das ist jetzt eine zehnfache Vergrößerung oder so, aber tatsächlich spricht man davon, welchen Bildwinkel man quasi sieht und wie der scheinbar vergrößert wird, dieser Bildwinkel. Wenn man sich quasi vorstellt, dass vom Betrachterpunkt zwei Strahlen ausgehen, die quasi den oberen und unteren Punkt des beobachtenden Objekts angucken, dann spannt das ja quasi einen Winkel auf. Und wenn etwas ganz weit weg ist, dann ist es ein sehr kleiner Winkel. Und durch das Teleskop wird das quasi so, sieht es so aus, als wäre das dann ein großer Winkel, wie etwas, was nah bei uns ist. Ja, wird der Winkel aufgezogen quasi. Genau. Ja. Und das ist so auch das Maximum, wie ich verstanden habe, wie diese Winkelausdehnungsberechnung geht. Da gibt es dann auch einen schönen Wikipedia-Artikel mit vielen Abbildungen dafür. Aber für Laien kann man sagen, es sieht größer aus, wenn man da durchguckt. Und es wirkt eben auch scheinbar heller, weil man eben nur auf so einen kleinen Bereich schaut und sich nur das Licht anguckt, was von diesem Bereich kommt, weswegen das dann scheinbar heller wirkt. Aber natürlich kann da nicht mehr Licht durch das Teleskop wahrgenommen werden, als eigentlich ausgesendet wird von diesem Punkt, den man sich anschaut. Und dann gibt es eben die Refraktionsteleskope, das sind eben die Teleskope, die ausschließlich Linsen benutzen, also so Fernrohre und sowas Klassisches. Dann gibt es die Reflektionsteleskope, das sind die, die ausschließlich Spiegel benutzen, also sowas, was eben der Newton als erster gebaut hat, oder auch Spiegelteleskop genannt. Das ist auch, glaube ich, das, was man relativ häufig, wenn man irgendwo so Teleskope für Laien findet, dann sind das oft Spiegelteleskope, weil die vom Aufbau ziemlich simpel sind. Man hat eben einen Primärspiegel, das ist der große Parabolspiegel, und dann einen Sekundärspiegel, das ist ein kleiner Spiegel. Und dann wird das so seitlich ausgelenkt und dann kann man da noch so ein Okular drauf machen, dann kann man das Bild auch sehen. Und dann gibt es katadioptische Teleskope, die nutzen dann eben eine Kombination aus Linsenelementen und Spiegeln, um eben das Beste aus beiden Welten zu holen. Und damit kann man eben UV-Strahlen bis Infrarotstrahlen detektieren. Und das macht zum Beispiel das Hubble Space Teleskop, was ja so ein sehr berühmtes Teleskop ist. Ich weiß noch, ich habe jetzt nicht geguckt, wann das an den Start ging, aber ich weiß, dass es, als ich aufgewachsen bin, so in den späten 90ern, Anfang der 2000er, da wurde ständig über das Hubble Space Teleskop berichtet.
Und das war für mich immer so ein ja, das ist, ja, Wahrzeichen. Das Hubble ging 1990. 90, ja. Ja, ging das. Genau, 1990 ging es an den Start und dann wurde es, glaube ich, mehrfach verbessert und repariert. Und es gab dann eben Weltraummissionen dafür. Und das ist eben ein optisches Teleskop. Kaputt war. Es war tatsächlich kaputt, ne? Ah ja. Es war tatsächlich kaputt, also irgendein Fehler in der Optik und dann haben sie den elektronisch ausgeglichen, glaube ich. Soweit ich weiß. Ja, okay. Ja. Ja, und das ist halt im Prinzip eine sehr große, im Weltall fliegende Variante von dem, was man sich halt zu Hause kaufen kann, um in die Sterne zu gucken. Eine sehr große, sehr teure Variante davon. Ne? Ja. Aber es ist noch nicht das Größte, weil ja im Weltall gibt es dann eben Beschränkungen. Ich habe mal geguckt, was so das größte optische Teleskop ist und es gibt ein paar, die schon existieren, aber was ich sehr spannend fand, war das Extremely Large Telescope, das gerade im Bau ist. Das soll 2025 fertig sein. Mhm. Das steht in Chile in der Atacama-Wüste, was so ein Ort ist, wie wir gesagt haben. Ne? Das ist auf 5000 Metern Höhe, das heißt, da ist nicht mehr so viel Atmosphäre oben drüber wie an anderen Stellen. Da ist nicht viel Zivilisation drumherum. Die machen aber auch keine Hehl draußen, einfach das Ding Extremely Large Telescope zu nennen. Ja. Das ist so wie Large Hadron Collider oder so. Also wenn irgendwas groß ist, dann... Genau. Dann wird das auch so bezeichnet. Ja. Das extrem große Teleskop. Ja. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, wo auch die europäischen Forschungsagenturen mit dabei sind. Aber das steht halt in Chile, wie viele Teleskope in Chile stehen, in dieser Wüste, weil die eben perfekte Bedingungen hat für die Beobachtung von Dingen im Weltall von der Erde aus. Das ist ein Spiegelteleskop mit 39,3 Meter Durchmesser des Hauptspiegels, also fast 40 Meter Durchmesser des Hauptspiegels. Der besteht aus so ganz vielen Segmenten. Mhm. Das ist kein Spiegel, den man mehr am Stück bauen kann, sondern es sind ganz viele Segmente. Und der Sekundärspiegel, auf den sozusagen das Licht gebündelt wird, ist 4,2 Meter im Durchmesser. Also immer noch riesig. Das ganze Ding ist mit adaptiven Optiken ausgestattet. Das ist was, darüber sprechen wir später. Das hat Laser-Leitstern-Funktionen. Das hat ein riesiges Rechenzentrum da dran, um die Aufnahmen auszuwerten und so. Also es ist ein ziemlich großes, wie gesagt, es ist ein extrem großes Teleskop. Der ist auf dem, zumindest auf dem das ist sogar der deutschsprachige Artikel zu diesem Teleskop, ist ein sehr, sehr tolle, eine tolle Vergleichsgrafik, hast du die gesehen? Ja. Wo die Spiegelflächen verglichen werden, auch so gegenüber dem Hubble-Teleskop und allen anderen, die es da so gibt, die da einen Namen haben. Das ist schon beeindruckend, die Größe. Ja, genau. Die habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Da habe ich gar nicht drauf gedrückt. Die siehst du ja sowieso. Also die ist auch verlinkt, die landet auch dann in den Shownotes, diese Grafik, weil die ist halt echt interessant zu sehen. Ja, vor allem so im Vergleich mit einem Tennis- oder einem Basketballplatz. Genau. Mhm. Kein Fußballplatz, also keine metrischen Einheiten. Nein, keine deutsche Grafik. Aber da sieht man halt auch was so... wie das größte hier, das Gemini South ist, glaube ich, das größte, was ich hier sehe, was in Betrieb schon ist, auch in Chile. Das ist 2000 in Betrieb gegangen und das ist halt ein Bruchteil von der Größe von dem Extremely Large Telescope. Das ist also wirklich ein enorm großes Teleskop. Auch da gibt es so Rendergrafiken in dem Artikel, das kann man sich auch angucken, wie das Ding aussehen soll. Sieht super futuristisch aus. Ja, sehr cool. Da steht jetzt auch das James Webb Space Telescope, was ja der Hubble-Nachfolger werden soll. Da steht noch Planned 2018. Also ich habe so den Eindruck, die ist nicht ganz up-to-date. Ja, ja. Das ganz unten die Zeile steht Overwhelmingly Large Telescope. Cancel. Und darunter steht Cancel. Es war dann doch overwhelming. Ja, das war zu groß. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, das ist nur ein Easter Egg. Ich kann mir kaum vorstellen, das ist so wie wahnsinnige so Geschwindigkeit. Ja, Ludicrous Mode. Genau. Ja. Jetzt habe ich dich draus gebraucht. Nee, alles gut. Also das ist sozusagen das Größte, was jetzt geplant ist, was jetzt absehbar fertig sein soll, halt so ein enorm riesiges Teil, wo hier ist so eine Abbildung, wie allein der Spektrograph, also allein einer der Detektoren dort, ist halt so groß wie so ein kleines Haus.
Das ist also abgefahren groß. Aber wenn wir über große Teleskope sprechen, dann müssen wir halt auch über Radioteleskope sprechen. Die benutzen nämlich eben, wie wir schon vorhin gesagt haben, diese großen Schüsseln. Wie so, im Prinzip sehen die aus wie Satellitenschüsseln, weil sie auf einem ähnlichen Prinzip basieren, dass sie mit dieser Parabolantenne sammeln sie die Strahlen, die reinkommen, und lenken die auf einen Punkt. Und dort ist dann ein Detektor, der die wahrnehmen kann. Und da ist es eben so, wie wir gesagt haben, dass die Abstände zwischen den Leiterbahnen auf dieser Parabolantenne muss halt kleiner sein als die zu beobachtende Wellenlänge, weil die sozusagen sonst dazwischen durchgeht und gar nicht detektiert werden kann. Und interessant an Radioteleskopen ist, dass die anders als die optischen Teleskope quasi kein zweidimensionales Bild aufzeichnen, sondern nur einen Punkt. Mhm. Die nehmen sozusagen über eine Zeitachse so ein wechselndes Signal auf, aber wenn du nur ein Radioteleskop hast, dann kannst du das sozusagen auf ein Objekt richten, auf einen Stern oder irgendwas am Himmel, und dann kriegst du quasi nur ein punktförmiges Signal davon. Während du halt bei einem optischen Teleskop eben so groß wie eben dein Sensor ist, ein 2D-Bild bekommst. Und das ist der Grund, warum man Radioteleskope in Arrays zusammenschaltet. Da gibt es dann auch diese beeindruckenden Bilder. Ich glaube, die kennt man, glaube ich, im Film Contact. Ja, gibt es, ja, glaube ich, am Anfang so eine Sequenz, ja, von diesen riesen Teleskopen von SETI, diesem Projekt, wo man ins All hört nach außerirdischem Leben. Das ist halt so ein großes Array, wo man eben mehrere, ich glaube, das größte, nicht das größte Array, es sind so größten auch so 19 Teleskope oder sowas, schaltet man da zusammen in verschiedenen Geometrien, und man kann sogar Teleskope über den ganzen Globus miteinander verschalten, die dann alle auf den gleichen Bereich im Himmel gucken, und dann kann man mit abgefahrener Mathematik aus diesen vielen, vielen Messpunkten, die man hat, dann ein richtiges Bild berechnen. Das, apropos abgefahrene Mathematik, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorweggreife, aber ähnliche Techniken kommen ja mittlerweile bei optischen Teleskopen auch zum Einsatz. Ja. Dass du halt mehrere Teleskope im Prinzip verbindest zu einem. Ja, genau. Dass man mittlerweile eben viele unterschiedliche Aufnahmen rechnerisch übereinander legt und dann dadurch Bildfehler ausgleicht, okay, und die Auflösung erhöht. Genau. Und das größte Radioteleskop ist das Ratan 600 in Russland. Okay. Das ist das größte einzelne Teleskop. Das hat 895 einzelne Reflektoren, die in einem Kreis mit einem Durchmesser von 576 Metern ausgerichtet sind. Das ist also quasi so ein riesiges Objekt in der Landschaft, wo diese ganzen Radiowellenreflektoren sind. Und die zeigen alle auf so einen Punkt. Das sieht aus wie so ein umgedrehter Kegel. Mhm. Und dort wird es dann sozusagen nach unten, werden dann die Signale sozusagen in den Erdboden gelenkt, wo dann unten dann die Detektionseinheit steht. Und das Ding ist, glaube ich, schon in den 70ern an den Start gegangen. Und ja, seitdem hat niemand ein größeres einzelnes Teleskop gebaut. Also das größte freistehende oder einzelne Teleskop ist eben das Ratan 600. Aber es gibt die großen Arrays dann eben, wo man mehrere Teleskope zusammenschaltet. Und da ist eines der größten, das Large Millimeter Submillimeter Array, das ALMA. Das ist in der Atacama-Wüste, die wir vorhin schon erwähnt haben, wo eben dieses Extremely Large Teleskop auch gebaut wird. Mhm. Dieses große Array besteht aus 66 einzelnen Antennen, die eben dort auf 5000 Metern Höhe in den Himmel gucken und miteinander verschaltet werden können. Aber da es halt auch andere große Arrays gibt, ist es halt so ein bisschen schwer zu sagen, was jetzt wirklich das allergrößte ist, weil die eben auch über den Globus sozusagen zusammengeschaltet werden können, und dann sind im Prinzip alle Teil des Arrays. Mhm. Akte X-Fans kennen auf alle Fälle ein Radioteleskop in Arecibo. Also, kennst du Akte X? Nee, das war vor meiner Fernsehzeit. Ach so, ja, ja. Da kennt man dann doch wieder einen geringen Altersunterschied. Nee, es ist in der Folge Kontakt, erste Folge der zweiten Staffel, spielt in Arecibo in Puerto Rico, wo eben ein großes Radioteleskop steht. Ich glaube, das ist auch das Radioteleskop, was in einem James Bond Film mit Pierce Brosnan, welcher war denn? War das in GoldenEye, glaube ich? Es gibt eins, ja, ich erinnere mich. Da ist, glaube ich, der Showdown in dem. Ich sehe gerade hier bei der Galerie von großen Schüsseln, das heißt Gallery of Big Dishes. Könnte man sich auch vorstellen, Suppenschüsseln, aber es sind Teleskopschüsseln.
da gibt es eben das auch das Arecibo mit 305 Metern Durchmesser, was wie so eine Schüssel quasi in so einem Berg drin liegt. Mhm. Und dann ist oben drüber aufgespannt, an Seilen hängend, der Detektor, auf den quasi die Radiowellen dann reflektiert werden. Ja, echt abgefahren, was das für Bauwerke sind. Ja, vor allem, das ist halt so aus Beton gegossen und da werden dann wahrscheinlich auch Leiterbahnen drin liegen, aber es sieht halt irgendwie dreckig aus. Es sieht aus wie so eine Skaterschüssel oder so. Mhm, wie so eine riesige, ja, genau, oder so ein riesiger Pool. Aber das ist halt ein wissenschaftliches Instrument, ne? Ja, also ja. Da wird dann halt irgendwie... Mit einer Präzision am Ende. Ja. Ich gucke gerade hier, ich glaube, hier steht zum Beispiel in Bad Münstereifel in Deutschland, da gibt es eine 100-Meter-Schüssel im Effelsberg. Not so large. not so large radio telescope. Aber immerhin 100 Meter, ne, ist schon ordentlich. Ist schon nicht schlecht. Mhm. Genau, ich gucke gerade hier, ob da irgendwas steht über was, welche gebaut werden. Aber ich glaube, aktuell sind halt durch die Computertechnologie und die Verschaltung von den Arrays, kann man halt sozusagen größere Durchmesser simulieren, indem man halt mehrere zusammenschaltet. Das heißt, ich glaube, heutzutage hat niemand mehr ein Interesse, halt irgendwie eine 800 Meter große Schüssel irgendwo hinzubauen in die Landschaft, weil man eben lieber über Kilometer die einzelnen kleineren Schüsseln aufstellt und das dann irgendwie zusammenrechnet. Genau, so viel zu den Radioteleskopen, die zusammen mit den optischen Teleskopen wahrscheinlich so einen Großteil der Teleskope abdecken, die so in Benutzung sind. Und jetzt kommen wir zu den bisschen abgefahrenen Dingen. Das erste da ist das Röntgenteleskop. Und ein Hauptproblem, was man hat, wenn man Röntgenstrahlung aus dem All beobachten möchte, ist, dass Röntgenstrahlen sich nicht so gut ablenken lassen oder nicht, also man kann keine Linsen bauen für Röntgenstrahlen, weil das geht entweder durch ein Material durch, ja, oder es trifft auf das Material auf und macht das Material kaputt oder die Energie wird zumindest absorbiert, ne? Also so eine Bleiplatte, da geht die Röntgenstrahlung drauf und wird absorbiert, oder keine Ahnung, Holz oder irgendwas, da geht es einfach durch und auch durch Glas geht es einfach durch. Da kannst du keine Linse bauen, mit der du die Röntgenstrahlung spiegeln kannst oder mit mehreren Linsen irgendwie bündeln. Das Einzige, was geht mit Röntgenstrahlung, ist, dass die quasi von so einer Platte abprallt, wenn die in so einem sehr steilen Winkel von so 2 oder 3 Grad auf diese Platte trifft, dann wird die so abgelenkt, wie so eine Gewehrkugel, die halt in so einem sehr, sehr steilen Winkel auf eine Platte auftrifft, dann kann die halt abprallen und irgendwo hingehen. Aber wenn der Winkel quasi, wenn es direkt drauf trifft mit einer Gewehrkugel, dann schlägt die halt durch oder prallt halt direkt ab von dem Ding, aber halt nicht in der vorhersagbaren Weise. Und deswegen baut man diese Röntgenteleskope, die sehen aus wie mehrere ineinander steckende Röhren, die so sehr steile Winkel zueinander haben. Am Ende ist ein Detektor und der Gedanke dabei ist, dass eben über den ganzen Durchmesser die Röntgenstrahlen immer in so flachen Winkeln aufprallen, abgelenkt werden, dann wieder auf einen Teil treffen, in einem flachen Winkel abgeprallt werden, bis sie dann lang auf dem Sensor landen. Mhm. Und da gab es Missionen, die Röntgenteleskope ins Weltall geschickt haben, mit denen man eben detektiert hat. Da gab es, glaube ich, den Einstein-Detektor, die Mission hieß irgendwas mit Einstein. Was eben ein berühmtes Röntgenteleskop ist, was im Weltall ist. Mhm. Und eine noch krassere Form davon sind sozusagen die Gammastrahlenteleskope, weil Gammastrahlung noch energiereicher ist als Röntgenstrahlen, können die halt auch Materie durchdringen. Auch da gibt es keine Linsen oder irgendwas, was man bauen kann. Aber da setzt man so speziell geformte Blenden ein. Da habe ich jetzt kein Bild gefunden, wie die konkret aussehen. Aber speziell geformte Blenden, die dann Bereiche auf dem Detektor abschatten, wenn da Gammastrahlen drauf treffen. Und ich stelle mir das so vor, dass es dann eben so Interferenz Muster gibt und sowas, aus dem man dann zurückrechnen kann, wie sozusagen das Bild aussieht von den Gammastrahlen, die man detektiert. Aber das sind halt so richtig abgefahrene Teleskope, die man relativ selten, also die, glaube ich, einen sehr begrenzten Einsatzbereich haben, weil sie eben so speziell sind und so speziell zu bauen sind. Ich gucke mir gerade ein Foto an von der EROSITA. Das ist das Extended Röntgen Survey with an Imaging Telescope Array, ein deutsches Röntgenteleskop vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, das 2019 am 13. Juli
ins Weltall geschossen wurde. Das sieht sehr abgefahren aus. Diese Spiegelmodule. Also wie sie beschrieben, das sieht irgendwie aus wie direkt, das sieht aus wie ein Raketenantrieb direkt aus Star Wars oder sowas. Ja. Sehr abgefahren. Ja. Und das ist halt im Prinzip so ein direkt, also der ganze Aufbau sorgt dafür, dass man eben nur Röntgenstrahlen aus einer gewissen Richtung detektiert, ne? Dass die sich halt häufig halt genug bricht, ne? Genau, weil die halt, wenn die durch Material durchgehen, kann man sich ja auch vorstellen, dass sie sozusagen von hinten in den Sensor kommen. Mhm. Und durch diesen Aufbau kann man dafür sorgen, dass man unterscheiden kann, was quasi von vorne kommt und was von woanders kommt. Das wird dann wahrscheinlich auch abgeschirmt sein. Aber es sind abgefahrene Geräte, weil sie halt auch so, also da ist halt auch viel Blei im Einsatz und sowas. Mhm. Das heißt, also wenn man sich vorstellt, diese ganzen Probleme hat, Dinge ins All zu schießen mit Gewicht und so, und dann kommt der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin an und sagt, hey, ich möchte hier ein Röntgenteleskop ins All schießen, packt mal noch eine Rakete mit dran, weil jetzt kommt mein großer Klumpen Blei, der in eine Richtung offen ist, ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, weil da kann man eben keine leichten Metalle nehmen oder so, weil die, ja, da Röntgenstrahlen einfach durchgehen. Das ist ja eines der Hauptprobleme, das, glaube ich, dass man allgemein etwas unterschätzt, das ist die Nutzlast, die man mit den heutigen Mitteln so ins Weltall bringen kann, ja. Beziehungsweise auch so, dass es auch noch einigermaßen vertretbare Kosten hat. Und welchen Belastungen diese ganzen Geräte während eines Raketenstarts ausgesetzt sind, teilweise eben hochsensible Detektoren und sonstige Elektronik, das ist schon beeindruckend. Ganz zu schweigen, dass es halt irgendwie draußen in der Kälte des Alls rumschwirrt, ne? Genau, und man das steuern kann und man, dass das Ding sich mit Strom versorgt und da kann man halt nicht mal eben so ran, ne? Wenn was ist. Das ist auch wirklich ein Bereich. Ich war ja in der Forschung und ich war sehr froh, dass all meine Forschungsobjekte im Gewächshaus standen nebenan und nicht irgendwie in Kilometern Höhe immer mal wieder vorbeifliegen und ich sagen kann, so, ich muss das jetzt hier alles fertig bauen, dann schicke ich das weg und dann hoffen, dass da nie was schief geht. Das ist genau ein Versuch. Ja, also deswegen, ja, ist das so Weltraumforschung, finde ich in der Hinsicht echt immer sehr extrem. Genau, und das waren so ein bisschen aber jetzt so die Typen, die Arten an Teleskopen. Ah ja, genau, ein bisschen wollte ich noch was sagen zu diesem Infrarotteleskop, was auf dem Flugzeug ist. Die Mission heißt SOFIA, glaube ich. Die wurde jetzt schon mehrfach verlängert. Das war mal ausgelegt für 20 Jahre und das ist, glaube ich, schon in den 90ern losgegangen. Ich versuche jetzt gerade nochmal die genauen Informationen. Ich gebe jetzt natürlich einfach SOFIA ein, aber das ist dann eine Stadt in Bulgarien. Aber es ist ein umgebautes Passagierflugzeug, genau, das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie heißt das. Mhm. Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA, ist halt so ein fliegendes Teleskop, mit einer Gemeinschaftsaktion der NASA und der DLR, also dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und deswegen ist dieses Flugzeug sozusagen mal in Deutschland stationiert und mal in den USA stationiert. Und da geht halt wirklich hinten so eine Klappe auf. Und ich finde, das sieht so, da gibt es auch auf der Wikipedia so ein Bild eben so im Vorbeiflug, wo man das sieht. Und irgendwie soll ein Flugzeug in der Luft keine großen Löcher haben, intuitiv. Ja, das glaube ich ist schlecht für die Aerodynamik. Aber es fühlt sich irgendwie so falsch an, als wäre es kaputt. Aber es ist Absicht und man fliegt eben so weit oben, damit die Infrarotstrahlen, die sonst absorbiert werden, detektiert werden können. Und das ist halt auch eine Herausforderung ganz für sich, quasi einen Teleskop zu haben, was ja oft auch lange Belichtungszeiten hat und sowas, was komplett entkoppelt sein muss von den ganzen Vibrationen in so einem Flugzeug und so. Ich habe so ein bisschen gelesen, also es sind dann elementare Teile des Detektors und sowas sind genau in der Achse des Flugzeuges sozusagen, dass bestimmte Bewegungen des Flugzeugs quasi keinen Einfluss darauf haben, auf die Orientierung von dem Detektor. Also es ist quasi sehr geschickt in dieses Flugzeug reingebaut, dieser Detektor. Das Foto, es ist alles abgefahren. Ja. Das kannte ich noch nicht. Das dann quasi im Flug schiebt sich diese Klappe so auf und dann ist dahinter dieses Spiegelteleskop für Infrarotstrahlung. Und genau, die Mission wurde immer wieder verlängert. Die soll jetzt, glaube ich, also das Letzte, was ich hier gelesen habe, ist, dass die
bis 2020 jetzt wohl verlängert wurde und jetzt die Frage ist, ob sie es nochmal weiter verlängern. Mhm. Und genau, also das heißt, also es gibt eben so, das ist, um es vollständig zu machen, eben der dritte Ort, wo Teleskope sind, neben Boden und im Weltall, ist halt an Bord von Flugzeugen, aber das ist auch so ein bisschen, das macht man nur in sehr speziellen Fällen, eben wenn es gar nicht anders geht. Mhm. Genau. Und das ist so ein bisschen so mein Rundumschlag zu den verschiedenen Arten der Teleskope. Und jetzt wollte ich auf was raufkommen, was wir schon so ein bisschen angesprochen haben, nämlich die Herausforderungen bei Teleskopen. Warum, also was sind so Beschränkungen, die man hat und über die man irgendwie überkommen muss. Mhm. Und das erste ist relativ simpel. Es ist, dass sich die Erde eben selber bewegt. Ne? Und wenn du eine Langzeitaufnahme machst in den Himmel und die dauert eine halbe Stunde, dann hat sich in der halben Stunde die Erde gedreht und du hast anstatt einem Punkt, hast du eine Linie, die du detektierst. Ne? Da gibt es auch total abgefahrene Fotos, die man auch online sieht. Ne? Da stellt dann jemand die Kamera hin und dann ist der ganze Himmel voller so Kreislinien. Mhm. Ja. Weil man eben die Kamera nicht mitbewegt hat, sondern einfach die Erdrotation aufgezeichnet hat anhand der Sterne, die sozusagen fix sind im Vergleich zur Erdrotation. Ist natürlich ein Problem, wenn man ein scharfes Bild haben möchte von einem Punkt, von einem Stern oder einem Planeten. Ne? Dann möchte man jetzt, wenn man den Mars aufzeichnen möchte, dann möchte man nicht eine lange Linie haben mit allen die Features des Mars verwischt, sondern man möchte klar eine Aufnahme vom Mars haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein Grundsatz, der vielleicht vielen ZuhörerInnen, die jetzt mit Fotografie zum Beispiel überhaupt nichts am Hut haben, ja, ist ja immer der, dass also entweder man guckt lange auf etwas oder man hat ganz viel, eine sehr große Öffnung, wo das Licht einfallen kann und am besten beides. Ja. Und das ist auch der Grund, warum man mit seiner Handykamera in der Regel einfach nur keine oder sehr, sehr schlechte Bilder vom beeindruckenden Nachthimmel machen kann. Ja. Ja. Und warum auch größere Teleskope immer noch sehr, sehr lange in eine Richtung gucken müssen. Genau, selbst wenn die halt riesige Öffnungen vorne haben, ist es da halt nicht wie bei einer Kamera mit irgendwie einem Bruchteil einer Sekunde an Belichtungszeit getan, sondern eben wirklich über Minuten oder teilweise eben über längerfristige Zeiten hinweg, also im Notfall halt die ganze Nacht, was dann eben eigene Probleme mit sich bringt, was die Erddrehung angeht. Denn wo ist halt Ende, ne? Also genau. Selbst wenn du es schaffst, was ja dann gemacht wird, die Teleskope nachzuführen über Motoren. Genau. Muss ja irgendwann, ist ja Ende, also irgendwann verschwindet ja der Nachthimmel oder den Teil, den du beobachten willst, hinterm Horizont. Genau, das heißt, man hat immer nur so ein Zeitfenster, wo man überhaupt beobachten kann, aber genau, man nutzt eben so computergesteuerte Motoren heutzutage, um die Erdbewegung auszugleichen, das heißt also, wenn man am Boden steht, ne, das sieht man auch so schön Relativität, sieht es so aus, als schwenkt das Teleskop im Laufe der Nacht eben von Punkt A nach Punkt B, aber tatsächlich gleicht es halt die Erddrehung aus. Mhm. Guckt immer in die gleiche Richtung und die Erde dreht sich sozusagen unter dem Teleskop und das gleicht das aus. Früher hat man das auch manuell gemacht oder es gibt auch eben Aufbauten für Laien, wo das eben nicht motorisiert ist, sondern wo man das dann selber von Hand nachdreht, nach und nach. Das macht man dann nicht kontinuierlich, sondern so schrittweise dreht man nach. Und das hängt alles zusammen mit den unterschiedlichen Montageformen, wo man Teleskope aufbringen kann. Und das ist ein eigener Wikipedia-Artikel, was so ein bisschen zeigt, wie komplex das ist. Denn man muss ja diese Aufhängung so bauen, dass man möglichst einfach entlang bestimmter Achsen das Teleskop bewegen kann. Mhm. Und deswegen gibt es dann eben Aufbauten, die dann, wo einzelne der Freiheitsgrade genau auf der Erdachse ausgerichtet sein müssen. Und muss eine Achse, glaube ich, entlang der Erdachse ausgerichtet werden. Eine Achse muss in Richtung Pol ausgerichtet werden. Und dann kann man eben relativ einfach die Erdbewegung ausgleichen anhand dieser Achsen, die man dort hat. Kommt dann aber eben in Probleme, wenn sozusagen sich das Objekt von der Osthemisphäre, die man beobachtet, zum Beispiel in die Westhemisphäre bewegt, da muss man komplett den Anschlag ändern von dem Teleskop und
dann kannst du eben keine kontinuierlichen Aufnahmen über diesen Punkt hinaus machen. Dann musst du sozusagen einmal das Ding umdrehen, weil du dir vorstellst, dass das Ding kippt so langsam weg und dann irgendwann schlägt es halt irgendwo an dem Stativ unten drunter. Und dann dreht man sozusagen das Stativ sozusagen um 180 Grad, vereinfacht gesagt, und kann dann weiter schwenken. Aber dann kann man eben keine Kameraaufnahme machen. Deswegen nützt man heute so quasi mehrere Freiheitsgrade, die dann über computergesteuerte Motoren beliebig fahren können. Das heißt, da hat man nicht mehr dieses Problem, dass sich irgendwas dreht. Das ist auch das, was bei, ich sag mal, den etwas gehobeneren Hobby-Teleskopen immer so abgefahren aussieht. Diese ganze Mechanik zur Nachführung des Teleskops mit diesen ganzen Gegengewichten und dem ganzen Zeug. Das jagt mir immer noch am meisten Respekt an, muss ich sagen. Ja. Wird wahrscheinlich, wenn ich jemals sowas kaufen würde, auf eine voll motorisierte Lösung setzen, weil das sieht kompliziert aus. Finde ich auch, absolut. Es sieht, und vor allem muss man eben für die Anpeilung, habe ich dann eben, als ich da so ein bisschen reingeguckt habe, gibt es dann eben bestimmte Aufbauten, die haben dann eine extra Peil, eine Peiloptik für den, um die Polausrichtung zu machen und so weiter. Also das ist dann allein der Aufbau des Teleskops, braucht dann schon so seine Zeit. Nicht immer so auseinanderziehen, durchgucken und gut ist. Ja? So genau, wie man stellt sich das so vor, ne? Einfach so ein Dreibeinstativ, Ding oben drauf gestellt und sagt so, fertig. Reicht nicht. Genau, aber eben mit Motoren und Computersteuerung kann man das heute eigentlich alles ziemlich gut machen, sodass man auch sich bewegende Himmelsobjekte, so Kometen und Satelliten, einfach verfolgen kann. Ne? Man sagt, man weiß, wo die Kometenlaufbahn ist und dann peilt man eben mit und dann dreht sich das Teleskop, also folgt dem quasi, so wie man auf einer Rennstrecke mit einem Teleobjektiv an der Kamera quasi bei so einem Fahrzeug oder irgendwas mitziehen würde und ein scharfes Bild kriegt von etwas, was in Bewegung ist. Genau, das kann man eben auch mit Teleskopen machen. Das stelle ich mir auch lustig vor, also wenn du irgendwas im erdnahen Orbit, sowas wie die ISS oder so, beobachten willst. Wie du das... Die ist zu schnell. Ja, das wird... Die ist ja echt flott. Das wird haarig. Das ist dann nur so, da schwingt man einmal so mit. Ja, da musst du schnell nachführen. Genau. Aber an sich ist das Problem der Erddrehung eigentlich ein gelöstes Problem. Da gibt es halt genug technische Lösungen auch schon von früh an, die das irgendwie in den Griff bekommen haben. Ein anderes Problem, was sehr viel komplexer ist, ist das sogenannte Seeing. Das heißt auch im Deutschen Seeing. Ist das Problem, dass wenn ein Lichtstrahl auf die Atmosphäre trifft, auf dem Weg bis runter zum Beobachter oder der Beobachterin gestreut wird und abgelenkt wird. Und das ist dann auch das, was wir sehen, wenn wir einen Stern funkeln sehen. Denn natürlich ist ein Stern, der im Prinzip wie die Sonne ist, irgendwo sehr weit entfernt, der wechselt nicht ständig die Helligkeit. Dieses Funkeln, dieses Wechseln der Helligkeit liegt eben daran, dass das Licht von diesem Punkt immer wieder gestreut und abgelenkt wird und sozusagen nicht alles immer in unserem Auge landet und deswegen ist dieses Funkeln da. Und wenn man so was wie Himmelskörper wie den Mond beobachtet, dann sieht man manchmal auch so ein Wabern richtig. Also dass dann so die Krater und die ganzen Strukturen, sieht aus wie so ein psychedelischer Filter, der darüber liegt. Das ist auch, wenn man bei Wikipedia mal bei Seeing in den Artikel guckt, da ist dann auch so ein GIF, was das zeigt. Ne? Und das ist dann, das ist natürlich ein Problem, wenn man Objekte präzise auflösen möchte. Dann möchte man nicht das haben, dass es wabert. Und wenn man Langzeitbelichtung macht, dann sorgt dieses Wabern dafür, dass die Bilder unscharf werden. Ne, dann macht man den ganzen Aufwand, dass das Ding, dass das Teleskop sich mitdreht und alles genau im Blick behält. Und dann hat man die Atmosphäre, die wabert und Turbulenzen hat. Und dadurch wird das Bild trotzdem unscharf. Was das Einfachste, was man dagegen machen kann, ist irgendwo hingehen, wo das mit den Turbulenzen weniger ein Problem ist. Das ist zum Beispiel die Atacama-Wüste. Die ist nämlich geografisch so gelegen, dass die Winde, die es dort gibt, relativ wenig Turbulenzen erzeugen. Also das ist erstens eine sehr flache Wüste, weswegen es keine Turbulenzen in Bodenhöhe gibt. Dann ist die Küste nicht weit weg, dass der Wind über das flache Meer quasi dort auf die dann diese Wüste in 5000 Metern Höhe trifft. Das reduziert Turbulenzen und dadurch kann man dort von vornherein sehr klare Aufnahmen machen.
Das andere, was ein Problem macht, sind halt Wärmeströme, die vom Teleskop selbst kommen. Ne? Also so wie wenn man im Extremfall sieht man ja über heißen Quellen, zum Beispiel über einem heißen Asphalt, kann man ja so optische Effekte sehen. Das wabert manchmal bis hin zur Totalreflexion, die man sehen kann an heißen Tagen. Und das passiert halt auch am Teleskop. Mhm. Ne? Da hat man wärmere Luft und die steigt auf und das sorgt für Turbulenzen und das macht dann wieder das Bild unscharf. Und deswegen werden so Teleskopkuppeln häufig tagsüber runtergekühlt auf die Temperatur, die man in der Nacht erwartet. So dass, wenn man dann diese Kuppel aufmacht, man nicht eine Temperaturdifferenz hat zwischen innen und außen, sondern dass alles schon quasi gleich kalt ist und man sofort loslegen kann. Ja, krass. Und was ich da auch gelesen habe, ist, dass das Personal selber halt auch eine Wärmequelle ist, weswegen heutzutage das Personal halt eigentlich nicht mehr in der Kuppel ist, sondern in extra Räumen, damit halt die Körperwärme nicht zu solchen Strömungseffekten führt und Turbulenzen, die man dann wieder vom Teleskop sieht. Und das ist halt alles sozusagen. Ich würde das mal so unter passive Lösung packen, denn es gibt auch noch eine sehr abgefahrene technische Lösung. Das sind eben die adaptiven Optiken und Laserleitsterne, über die ich am Anfang bei diesem Extremely Large Telescope schon kurz gesprochen habe, das eben all diese fancy Technologie hat. So adaptive Optiken sind eben Teile im optischen System, die live angepasst werden können, um auszugleichen, was gerade an Turbulenz oben drüber in der Atmosphäre passiert. Und da nimmt man dann zum Beispiel einen Fixstern, der sich in der Nähe von dem Bereich befindet, den man gerade beobachtet. Mhm. Und dann rechnet man sozusagen gegen, wie sich eben das Bild von diesem Stern verändert, wird dann von einem Computer analysiert und dann mehrere hundert Mal in der Sekunde werden dann Optiken angepasst, um das auszugleichen, um diese sozusagen Unschärfe, um den Stern wieder gerade zu machen. Wie bei so einer optischen Bildstabilisierung auch wieder in der Kamera. Ne? Da hat man einen Bewegungssensor drin. Wenn man die Kamera bewegt bei dem Fotografieren, dann merkt der Bewegungssensor, in welche Richtung man die Kamera bewegt und bewegt dann eine Linse in die entgegengesetzte Richtung, um das wieder auszugleichen, sodass Verwackelungen nicht mehr einen Effekt haben auf das Bild. Und das an sich ist schon ziemlich fancy, wie dann eben das sind dann Spiegel- und Linsensysteme, die das dann ausgleichen. Aber was man halt noch machen kann, wenn man jetzt gerade keinen hellen Stern in der Nähe hat von dem Bereich, den man beobachten will, also gerade so, wenn man in die Milchstraße guckt, das sind verhältnismäßig dunkle Bereiche, also da gibt es keine sehr hellen Sterne in der Nähe, dann nutzt man einen Laserleitstern und dann nimmt man einen sehr starken Laser und projiziert sozusagen einen Lichtpunkt in einen Bereich der Atmosphäre, in einen oberen Bereich der Atmosphäre und nutzt das dann zur Kalibrierung von seinem adaptiven Optiken. Okay, es wird immer abgefahren, ne? Und da gibt es auch so coole Bilder, dann auch wieder auf der Wikipedia gerade von dem Laserleitstern, wo man dann. Das sieht schon sehr nach Science Fiction aus. Genau, man hat dann nämlich diesen Nachthimmel, ne, diesen Sternhimmel, und dann hat man die Sternwarte und da ist ein heller, orangener Lichtstrahl von der Sternwarte in den Himmel, weil man so Natriumdampflaser benutzt, weil da die Wellenlänge passende Eigenschaften hat für das, was man damit machen möchte. Und es sieht halt aus, als möchte man. Also sieht halt aus wie irgendwie so Science Fiction, als schießt man da mit Laserstrahlen. Das ist quasi so wie diese Diskotheken, die manchmal da in den Himmel projizieren. Das quasi in Deluxe, ja. Also so 10 bis 20 Kilometer in die Atmosphäre. Das ist schon beeindruckend. Ja. Und natürlich, also echt ich glaube, mit bloßem Auge sieht man nicht so viel von dem Strahl, weil der in der Luft nicht viel ist. Das ist auch aufbereitet, das Bild. Genau, aber dann eben mit so Langzeitbelichtung und so kann man solche Aufnahmen machen. Ja, aber das dachte ich mir, das ist schon echt krass, dass wir uns mittlerweile unsere eigenen Fixsterne in den Himmel projizieren können, um dann automatisiert die Turbulenzen in der Atmosphäre zu tracken, um dann mit einer Optik das auszugleichen, damit wir eben irgendwelche Himmelskörper in der Entfernung scharf aufzeichnen können. Und man muss sich ja vor Augen halten, ja, dass das immer noch günstiger zu sein scheint und handhabbarer, als ein Teleskop ins Weltall zu schicken. Ja. Weil sonst hätte man das am laufenden Band gemacht. Genau, also weil man hat es ja eben mit dem Hubble Space Teleskop und auch anderen gesehen, das sind halt dann auch komplexe Missionen und wenn da halt was kaputt geht oder Spiegel angepasst werden müssen oder so, ist es halt um ein Vielfaches teurer.
als wenn man ein bodenständiges Teleskop irgendwie anpassen muss. Ja, weil das ist ja der Schluss, den man da daraus ziehen würde und sagen, ja, mein Gott, was macht ihr für einen Aufwand? Schickt doch einfach so ein Teleskop ins All. Aber da sind die Hürden noch viel, viel größer und die Kosten noch viel, viel höher, sodass man alles, was die Physik erlaubt, unternimmt, ja, um die Beobachtung von der Erde aus machen zu können. Ja, und ich glaube, es ist auch einfach ein Skalierungsfaktor, ne? Also Sternwarten gibt es viele auf der Welt und die haben natürlich nicht alle die extrem großen Teleskope, aber für viele Aufgaben, denke ich, reichen auch kleinere und mittlere Teleskope. Und das heißt also, so diese Machine Time, ne, die Zeit am Gerät, ist ja super kritisch in der Forschung. Also ich weiß es bei mir in der Biologie, da gab es dann halt bestimmte Analysegeräte, die waren halt begehrt, die waren teuer und deswegen gab es halt ein oder zwei von diesen Maschinen. Und da hast du dann halt 6 Monate im Voraus gesagt, so, ich möchte an diesem Tag die Maschine nutzen. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann hast du wieder 6 Monate gewartet, bis ein neuer Slot frei war. Und ich denke, bei Weltraumteleskopen ist das noch extremer, diese Einschränkung, wie viel Zeit man hat. Und dann, ne, jedes Ausrichten kostet Treibstoff. Das heißt, da kann man dann eben nicht sagen, da hat man jetzt hunderte Forscherinnen über die Welt verteilt, die da mal Zeit haben, mit dem Teleskop wohin zu gucken. Weswegen es eben nötig ist, dass man sehr gute Sternwarten hat, die eben mit aufwendiger Technik trotzdem scharfe Bilder machen. Mhm. Ja, das waren so ein bisschen so die beiden großen Herausforderungen bei den Teleskopen. Und damit komme ich jetzt auch schon langsam zum Ende. Und ich denke, wenn man jetzt ein bisschen Bock bekommen hat, selber mal ein Teleskop zu benutzen, habe ich mal so gegoogelt, so DIY-Teleskop. Und die einfachste Variante ist, dass man 2 Lupen nimmt, am besten eine, die größer ist als die andere, die in so eine Kartonröhre einbaut, im richtigen Abstand. Da gibt es Beschreibungen, wie man den rausfindet. Und dann hat man ein super einfaches Fernglas oder Teleskop, ne? Einfach 2 Linsen, die eben ein weit entferntes Bild scharf abbilden. Ist natürlich kein besonders gutes Teleskop, aber so als erste Demonstration, wie das geht, ganz angebracht. Und vielleicht für dich, für jemanden, der gerne das Ding vollautomatisch haben möchte, dann solltest du dir mal die Open Space Agency angucken, OSA. Okay. Das ist so eine Open Source DIY Science Organisation. Die haben ein großes elektronisch einstellbares Teleskop entworfen, das auf ganz viele 3D gedruckte Teile setzt. Und das kommt mit Motor, mit einem großen Spiegel. Das ist ein Spiegelteleskop. Nee, oder? Und das ganze Ding soll ungefähr $200 an Material kosten, je nachdem, wie du halt drucken kannst. Aber das soll halt sehr gute Bilder ermöglichen. Ich glaube, das ist noch. Je nachdem, welche Farbe du wählst für diesen. Also ich gucke mir gerade Bilder an, sieht das ja aus wie ein Spielzeug, ja. Ja. Aber ey, das kannte ich tatsächlich nicht. Das ist ja echt abgefahren. Auf der Startseite haben sie es halt so schön in schwarz und weißen Teilen. Das sieht super edel aus. Ja, aber unten ist noch in rot und in blau. Das sieht aus wie aus, ja, direkt aus Toy Story. Genau. und es hat halt auch Motoren, kann halt auf mehreren Ebenen gedreht werden. Und der Detektor an der Stelle ist ein Smartphone. Da klemmt man quasi ein Smartphone in eine Halterung rein, hat dann eine spezielle App dafür, mit der man dann die Langzeitbelichtung machen kann. Das Ganze wird dann in eine Cloud geschickt, sodass sozusagen alle Leute, die diese Teleskope benutzen, die Daten miteinander teilen können und die Aufnahmen miteinander teilen können und so. Das sieht ziemlich cool aus. Ich habe ein Video bei YouTube gesehen, wo der Erfinder davon ein bisschen spricht und mir die Seite angeguckt. Ich kann jetzt natürlich nicht dafür gerade stehen, ob das Ding wirklich funktioniert und ob das wirklich richtig gute Bilder macht. Aber das sah für mich aus wie eine der sozusagen High-End-Selbstbaulösungen, wie man so ein Teleskop angehen kann. Man kann natürlich auch immer fertige kaufen, die kosten dann wahrscheinlich viele 100 €. Aber in Sachen Selbstbauen fand ich das ziemlich gut. Ja, das ist echt irre. Das ist echt irre. Also ich habe ja, ich liebäugle ja schon sehr, sehr lange mit so einem Ding. Also ich weiß nicht, was da mal passieren muss. Wahrscheinlich muss ich in Rente gehen und im Lotto gewinnen gleichzeitig. und woanders hinziehen, wo die Lichtverschmutzung nicht so hoch ist. Wahrscheinlich würde sich tatsächlich irgendwas Transportables anbieten, irgendwo noch ein Stück weiter aufs Land zu fahren und das Ding aufzubauen und in die Sterne zu gucken, weil
es für mich wenig Faszinierenderes gibt als unser Nachthimmel. Ja. Ja, ich habe so kurz drüber nachgedacht, ne, ob ich da irgendwo tätig werde und jetzt nicht das Open Space Agency Teleskop, aber irgendein anderes mir mal irgendwie zulege. Aber ja, in Berlin hast du keine Chance, was zu sehen. Nee, also da kannst du die allerhellsten Sterne dir angucken, an guten Nächten den Mond, aber dann war es das halt auch. Und deswegen wird das hier wahrscheinlich nichts. Ich war mal in so einer Region hier in Brandenburg, gibt es einen Bereich, der ist extra, wie heißt denn das nochmal? Das heißt sowas wie Lichtschutzreservat oder sowas. Da sind die Straßenbeleuchtungen gedimmt. Dort in den Ortschaften gibt es Regelungen, dass halt Lichtverschmutzung vermieden wird. Und wenn man da so ein bisschen aufs Feld rausfährt, dann kann man da wirklich einen fast ungetrübten Sternenhimmel sich anschauen. Und da kann man mit bloßem Auge halt bestimmte Features erkennen. Und das war schon echt sehr beeindruckend. Ich habe da versucht, so ein paar Langzeitaufnahmen zu machen, einfach nur mit meiner Kamera, ohne große Anpassung. Das hat leider nicht so richtig geklappt. Aber allein mit bloßem Auge da in den Himmel zu gucken, war schon echt beeindruckend. Aber das ist halt raus nach Brandenburg fahren, ein ganzes Stück. Ja, bei uns wäre es nicht ganz so weit. Also wie du weißt, ich wohne etwas ländlicher als du, ja. Aber es ist trotzdem, merkt man es ganz deutlich. Also auch wenn man jetzt hier von Weitem wieder auf meine Heimatstadt zufährt, hier in Passau, sieht man auch schon diese Lichtkuppel, wie man sie halt von den Großstädten gewohnt ist. Ja. Und so also den Sternenhimmel TM, ja, den ich so als Kind, wo ich wirklich auf dem Land aufgewachsen bin, noch in Erinnerung habe, den sehe ich hier nicht mehr. Ja. Und ja, was mich halt so fasziniert, und das war ja auch der Grund, warum ich dir diese Frage gestellt habe, die war jetzt nicht ganz uneigennützig, ist, weil die Tatsache, dass alles, was wir über unser Universum wissen, hauptsächlich durch Beobachtung begreifbar ist. Ja, diese Techniken, also diese Dinge zu beobachten, ja, durch optische Beobachtung oder durch auch im nicht-optischen Bereich, das ist unfassbar. Also wir haben ja jetzt, oder du hast ja jetzt nur die Technik gestreift. Wurde sehr ausführlich gestreift. aber allein was man dann mit diesen Bildern anfängt, ja, und welche Informationen man da rausziehen kann, ich glaube, da könnten wir nochmal 2-3 Podcast-Episoden drüber machen. Das war mir auch ehrlich gesagt zu komplex, um da so richtig einzusteigen, weil da verstehe ich zu wenig von. Und also ich weiß, dass man eben mit den verschiedenen Wellenlängenbereichen kann man eben was über Temperaturen an bestimmten Orten sagen, über Spektrallinien, die man aufnimmt, und dann kann man über die Spektrallinien Rückschlüsse ziehen auf die Elemente, die dort eben sind. Da habe ich ein Interview gesehen mit Ranga Yogeshwar zum Thema Astronomie, der halt gesagt hat, das sollte man in die Schulen bringen, weil das eben so viele Bereiche der Naturwissenschaften miteinander verknüpft. Man hat die Mathematik, man hat Physik, man hat eben Elemente der Optik, der Physik, man hat aber eben auch die Chemie, weil man eben über bestimmte Elemente, über Verbindungen, Rückschlüsse ziehen kann, über die Signale, die man von dort bekommt. Und ja, das ist echt faszinierend. Und in dem Zusammenhang wurde auch in manchen Bereichen sowas wie hier der Gravitationswellensensor auch als eine Art Teleskop bezeichnet. Ja. Was ich ein bisschen weit hergeholt finde, weil man das ganz anders für mich ein ganz anderer Aufbau ist, aber andersrum, wenn halt so ein Röntgenteleskop auch ein Teleskop, dann vielleicht auch eben so ein Gravitationswellensensor, der eben keine elektromagnetische Strahlung, sondern Gravitationswellen aus dem Weltall auffängt und sichtbar macht. Auch hochinteressantes Thema. Gravitationswellen. Ja. Kennst du Florian Freistetter? Der Name sagt mir grob was, aber ich kann ihn nicht einordnen gerade. Das ist ein österreichischer Astronom, Blogger und Buchautor und Podcaster. Und der macht einen Podcast, meistens so 10-12 Minuten, der heißt Sternengeschichten. Ah ja. Kann ich für alle Interessierten nur empfehlen, weil er halt, ich weiß nicht, wie viele 100 Episoden er schon veröffentlicht hat, aber auch immer hochinteressant und sehr komprimiert. Und da der jetzt auch auf Bühnen steht mit dem Ensemble der Science Busters, also der hat, ist auch so ein Tausendsasser, und der hat auch die Wissenschaftskommunikation im Blut.
Ja. Der kann das sehr, sehr gut. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das er auch selbst eingelesen hat als Hörbuch. Das kann ich auch nur empfehlen. Das ist eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, wo er sich tatsächlich aus unserem Nachthimmel oder nicht unserem, also dem Nachthimmel, also dem erdumspannenden Nachthimmel, bestimmte Sterne raussucht und anhand der Sterne quasi erläutert, ja, welche Eigenschaften die haben und vor allen Dingen auch, wie man herausgefunden hat, also wie man das beobachten kann. Da lernt man sehr, sehr, sehr viel, wenn es um das Thema geht, was man mit dem letztendlich anfangen kann, was man dann sieht, wenn man durch die Teleskope guckt, die du uns heute so schön erklärt hast. Ja, ja, das ist wirklich, irgendwo habe ich in der Wikipedia eine Abbildung gefunden, wo die verschiedenen Bilder nebeneinander gestellt wurden, die man mit verschiedenen Teleskopen von dem gleichen Himmelskörper aufnehmen kann. Und da kriegt man zumindest so einen Eindruck davon, was in diesen Bildern drinsteckt. Also gerade halt auch, dass die Radioteleskope halt sehen eher aus wie so eine Heatmap, also eher wie so ein Falschfarbenbild, während halt dann das Hubble-Teleskop extrem beeindruckende Aufnahme in sichtbaren Farben gemacht hat von diesem Himmelskörper. Und es gibt ja auch noch tausend andere Bereiche, die ich jetzt gar nicht sprechen kann, sowas wie so Gravitationslinsen, die man nutzt, um eben, wo das Licht gebeugt wird an Himmelskörpern, die großes Gravitationsfeld haben, also an Galaxien und sowas, dass du eben sozusagen durch eine Galaxie hindurch ein Objekt dahinter beobachten kannst mit deinen Teleskopen und so. Also das ist schon, die Astronomie hat echt viele vollkommen abgefahrene Techniken zu bieten, die, ich weiß, die für mich so super unwirklich wirken. Ja. Also wenn man das nur so trocken beschreiben würde und nicht sagt, dass man das in der Astronomie macht, dann würde man denken, ja, das ist irgendwie Science Fiction, hast du dir doch ausgedacht, ist doch irgendwie Blödsinn. Aber macht man und funktioniert. Ja, es ist unglaublich. Also wie gesagt, Astronomie ist wirklich ein unglaublich interessanter Bereich. Und ja, aber ohne Teleskope wäre da gar nicht möglich. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Oder nur sehr eingeschränkt. Ja. Oder ging ja früher auch, oder konnte man nur gucken. Also einfach so. Ja, mit bloßem Auge. Bloßem Auge. Und da stellt man sich dann auch vor, wenn dann so Leute, die frühen Astronomen, die schon bestimmte Bewegungen von Himmelskörpern beschreiben konnten. Nur einen Sextant in der Hand und so, ja, ja. Ja, und genau, das alles halt ohne optische Teleskope. Ja, es ist schon beeindruckend, was da so geht. Ich glaube, mein Schlusswort zu dem Thema ist, es gibt Sternwarten in total vielen Orten in Deutschland. Wenn man mal selber gucken möchte, da gibt es fast immer Führungen, dass man da einfach mal schaut, was bei sich in der Nähe ist an Sternwarten und da einfach mal hingeht und sich dort mal das lokale Teleskop anschaut und ein bisschen erklären lässt und vielleicht auch mal selber in den Himmel guckt. Also ich weiß, dass es in Berlin Sternwarten gibt, die auch Führung machen. Und ich habe mal in die Links, habe ich eine Liste gemacht mit allen Sternwarten in Deutschland. Da kann man sich dann durch die Postleitzahlen durchklicken und schauen, was in der Nähe ist. Sehr cool. Weißt du, was ich tatsächlich sehr, sehr bereue? In meiner Jugend mich nicht für den Astronomiekurs meines Gymnasiums angemeldet zu haben. Das hatte nämlich eine eigene Sternwarte. Oh ja, ja, das. Und das ärgert mich heute noch. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme in meiner alten Heimat und sehe die Kuppeln, denke ich mir, du Arsch, hättest du dich damals mehr für Astronomie interessiert. Aber in dem Alter interessiert man sich für viele andere Dinge. Ja, aber das weiß man auch immer leider erst nachher, ne, was man eigentlich hätte Gutes da machen können. Ja. Ja. Jo. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Also ich fand es wahnsinnig interessant. Ah, das freut mich. Ich bin auch froh, dass ich mich nicht da durchackern musste. Aber ich bin mir ja sicher, dass du, vermute ich, jetzt für mich eine Frage hast, die bedeutet, dass ich mich durch ein Thema durchackern muss. Genau, und ich hoffe, das wird auch ein Thema, was sich dann als sehr spannend entpuppt. Ich wollte mal als erstes von etwas weggehen, was super technisch ist, weil ich jetzt ja auch so viel Technik geredet habe. Deswegen habe ich mir gedacht, ich habe mich gefragt, wie funktioniert eigentlich das Grundgesetz? Und zwar so ein bisschen, was steht da drin? So, man kennt ja die ersten Artikel, aber es hat ja mehr als irgendwie 10 Artikel. Aha. Das würde mich mal so ein bisschen interessieren, was da noch drin steht und warum. Aber auch so ein bisschen, wie das so in der Praxis für uns funktioniert, weil das Grundgesetz ist ja was
was eingesetzt wird, ne, als für die Klärung von Fragestellungen. Das ist etwas, was sich verändern kann über die Zeit. Und ich weiß fast nichts darüber, außer halt eben so ein paar der Grundsatzartikel da drin. Haben wir schon was gemeinsam. Und ich hoffe, dass ich das auch in der Recherche als spannend und nicht als eine sehr langwierige Jura-Hausaufgabe Nee, das glaube ich nicht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich offenbar auf politische Themen irgendwie abonniert bin, aber ich habe ja schon eine Episode gemacht über die Europäische Union und auch über den Kommunismus. Und das war beides bei dir. Ich habe nur die Themen gesehen, aber ich wusste, ich habe nicht reingeguckt, wer von euch beiden die gemacht hat. Nee, aber das sind ja auch, ich sag mal, eher untechnische Themen, aber beides hat sich dann in der Recherche als wirklich ein unendlicher Quell an interessanten Fakten und Ereignissen und also ja, ich freue mich drauf, ist ein tolles Thema. Ja, schön. Ja, ich freue mich auch drauf, vor allem, weil ich dann das nicht recherchieren muss. Ja, dann oder einfach nur die ganze Information gefiltert und sortiert aufnehmen darf. Ja, super. Ja gut, dann würde ich sagen, geben wir das Wort an unsere ZuhörerInnen. Mhm. Wer uns Rückmeldungen geben oder uns unterstützen möchte, der kann am besten seinen Freunden von uns erzählen. Oder uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Kann diese oder jede andere Folge kommentieren. Uns natürlich auch eine Nachricht schreiben. Uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und natürlich alle anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und auf aha.exclamatio.de. Jo, Joram, das war's für heute. Ja, vielen Dank. Es war sehr schön. Ja, ich freue mich auf mehr Folgen. Ja, ich danke dir. Und ihr hört uns bald wieder, wenn es gut läuft, ziemlich genau in 4 Wochen. Und dann werde ich euch hoffentlich etwas über unser Grundgesetz erzählen können. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.